Man muss auch offen dazu sagen, dass viele unserer Kunden erst durch sozusagen Compliance eigentlich sich wirklich um solche Maßnahmen kümmern. Wir erleben das häufig, da gibt es dann Penetration-Tests. Wir sind eigentlich für die Sicherheit da. Ne? Also wird dann geguckt, kann jemand das System penetrieren, also da eindringen, obwohl er keine Berechtigung hat. Im Zusammenhang damit werden häufig Lasttests durchgeführt, weil eine relativ billige Form sind DOS-Attacken, also Denial of Service. Ich versuche, ganz viele Anfragen zu stellen, sodass das System nicht mehr antwortet. Dann bin ich zwar nicht eingedrungen, aber die anderen können es auch nicht mehr benutzen. Richtig. Also das ist eigentlich jeder, der einen Pentest durchführt, würde sowas vermutlich auch mal ausprobieren, kurz. Und da beschäftigen wir uns natürlich auch mit. Und häufig ist die Reaktion auf diese Maßnahme, also wenn der Kunde selber mal systematisch sich damit auseinandergeführt hat, auseinandergesetzt hat, dann sagt er, ach ja, okay, stimmt, wir müssten vielleicht mal da systematisch was machen. Jedenfalls, vielleicht kannst du mal ganz kurz was zu Grafana erzählen, was das macht und warum das eine Relevanz ist, was wir in solchen Systemen oder wenn so ein Lasttest ansteht, wie wir da umgehen, warum das relevant ist. Also das generelle Vorgehen bei so einem Lasttest wäre erstmal die Überlegung, was genau möchte ich testen dabei. Bei Confluence ist es ein kleines bisschen komplizierter, weil ich da halt sehr, sehr viele unterschiedliche Rollenprofile habe, die auf dem System arbeiten. Ich habe User oder Anwender, die gehen nur auf Jira drauf, gucken, was ist denn der aktuelle Ticketstand. Dann gibt es weitere User, die ja auch inhaltlich in den Kommt das Tickets JS? mitarbeiten, in Jira. Ja, okay. Dann gibt es Anwender, die halt die Tickets verschieben, Reports aufbauen und. Und wir versuchen quasi auf der Basis diese Rollen festzustellen und entsprechende Testprofile zu generieren. Das heißt, die einfachsten Testprofile sind für die User, die einfach nur auf Jira drauf zugreifen und sich ein Ticket angucken. Das ist eine relativ einfache Abfrage, da wird einfach nur geguckt, 500 User gleichzeitig einmal dieses Ticket öffnen. Damit generiere ich schon mal Last. Für Jira ist das einfach nur eine Darstellung, sprich Informationen aus der Datenbank holen und in der Oberfläche anzeigen. Schwieriger wird es mit Tests, die dann quasi auch schreibend auf dieses Ticket zugreifen. Weil da muss ich quasi dafür sorgen, dass ich Input von außen in das Ticket reinkriege und das auch halt 500 Mal. Und das ist natürlich für Jira eine ungeheure Belastung, wenn ich 500 User habe, die gleichzeitig Inhalte in Tickets reinschreiben. Und genau durch solche Aktionen versuchen wir, das System einfach unter Stress zu Das setzen. ist Das, was zumindest wir einfacher, Informationen ja. rauskriegen, sei es Belastung des Arbeitsspeichers, Prozessoren, des Speicherwertes des Java-Prozesses, visualisieren wir dann quasi in Grafana. Das ist ja quasi eine Zeitreihenanalyse, wo ich dann so einen Richtig, Chart genau. kriege und dann sehe ich, okay, so war jetzt hier die CPU-Belastung, so war die Ich sehe mal eine Arbeitsbelastung. Verlaufskurve und kann sehen, okay, vor dem Stresstestbereich war die Speicherauslastung beispielsweise nur bei 10% und während des Stresstests steigt die Belastungskurve des Arbeitsspeichers auf einmal 70, 80, 90% hoch. Ah, ach so, da muss Und ich aus dich diesen Werten vereinnahmen. versuchen wir dann quasi eine Schlussfolgerung zu ziehen, in der wir sagen, okay, bei der durchschnittlichen Belastung mit 50 parallelen Usern ist die Maschine noch ausreichend dimensioniert. Und wenn wir dann höher kommen sollten, dann sind wir in einem Bereich, wo wir doch überlegen sollten, etwas an der Anwendung zu Hier verbessern. sieht man jetzt gerade diese Grafana-Reports. Und was er da analysiert, ist der Einsatz von unterschiedlichen Plugins. Also wenn ich jetzt noch Draw.io hinzufüge, wird das System deutlich schneller oder langsamer. In der Regel ist es so, dass diese zusätzliche Funktionalität nicht dazu führt, dass das System schneller wird. Wenn das also langsamer wird, welchen Effekt hat das und so weiter? Genau. Das ist auch für uns tatsächlich ganz als Entwickler jetzt zum Beispiel von Linspin, dieser Internetlösung, ganz relevant. Linspin wird sehr häufig in großen skalierenden Umgebungen eingesetzt. Und das ist halt blöd, wenn wir so ein Speicherloch in unsere Software einbauen, das Richtig. sozusagen systematisch Performance aus dem System rauszieht. Sowas kann passieren, wenn Sie irgendwie schlecht programmieren. Also gefeit ist da niemand vor. Ja? Also das ist jetzt nicht, man kann jetzt nicht sagen, made in Germany, hier passiert das nie, sondern auch uns und jedem anderen passieren solche Fehler. Und so dieser Test, den der Timon da aufbaut, hilft uns halt dabei rauszufinden, okay, das scheint die Funktion zu erfüllen, aber irgendwie ist die Performance jetzt ganz schön in den Keller gegangen.